Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes, HWG, Drucksache 20-8497 zu 20-8417. Als erstes erteile ich Herrn Grumbach von der SPD-Fraktion das Wort. Entschuldigung? Ich muss sowieso Berichterstatter. Erst Berichterstatter, ja. Und dann das Wort. Also, kurzer Moment der Berichterstattung. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90, AfD gegen SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich 2 Minuten zur Geschichte nach dieser Ausschusssitzung sagen und dann noch mal 3 Minuten grundsätzlich. Weil das, was wir hier gemacht haben, ist ein Beispiel dafür, dass man besser nicht versucht, 2 Sachen auf einmal zu machen. Wir haben, nachdem dieser Wasserplan ja nun viel diskutiert worden ist, festgestellt, im Parlament soll nicht beraten werden und darüber nachgedacht, machen wir jetzt einen Antrag, dass wir uns im Parlament auch mal mit so einer wichtigen Frage beschäftigen. Wir sind davon ausgegangen, dass er eh abgelehnt wird und waren auch der Meinung, dass es nicht grundsätzlich genug ist. Aber wir haben schon hohen Debattenbedarf, auch zu der Fachplanung. Und ich fände es immer noch eine gute Idee, wenn die Ministerin die Fachplanung im Parlament vorstellen und diskutieren würde und wir nicht nur einfach die Informationen auf Papier haben. Ich fände es eine wichtige Rolle des Parlaments und ich glaube, da sollte die Ministerin noch mal drüber nachdenken. Dann haben wir aber gesagt, also Antrag, das klingt so wie Bittstellung. Eigentlich reden wir über etwas Grundsätzliches. Und beim Grundsätzlichen, glaube ich, müssen wir noch einen Moment überlegen. Sie wissen ja vielleicht, ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass manche unserer Gesetze viel zu lang sind, viel zu detailliert sind, weil das Parlament viele Sachen versucht zu regeln, die es nicht dringend regeln muss. Auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, um den wir jetzt tatsächlich bei diesem knappen Gesetz regeln, ist die Frage, wozu hat das Parlament eigentlich was zu sagen? Und wir haben in der Tat beim Klimaschutzgesetz geschrieben, beim Landesentwicklungsplan haben wir es, das haben wir aber auch nur dem Flughafen zu verdanken und der Notwendigkeit, das Haus einzubinden. Wir wollten es jetzt bei diesem Gesetz haben, dass das Parlament bei wichtigen zentralen Strukturplanungen in der Debatte beteiligt wird und über die Planung abstimmen kann. Und Tucholsky wird das schöne Zitat zugeschrieben, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, doch niemals kehrt sie wieder. Bei der Debatte um die erste Gewalt könnte ich das so ähnlich formulieren. Alle Staatsgewalt geht vom Parlamente aus, doch niemals kehrt sie wieder. Und nachdem wir ja am Dienstag so schöne Reden über die erste Gewalt gehört haben, finde ich schon noch mal ganz praktisch, wir würden noch mal alle darüber nachdenken. Nein, ich beantrage keine dritte Lesung, keine Angst, weil das Nachdenken wird vielleicht etwas länger dauern. Ich glaube schon, dass wir in einer Situation sind, wo eben Beteiligung nicht nur heißt, das will ich überhaupt nicht abschneiden. Beteiligung nicht nur heißt Verbände und andere, sondern Beteiligung auch heißt, dass man in einer öffentlichen Debatte über Pläne, grundlegende Pläne und ihre Alternativen redet. Weil die Alternativen auszutauschen und zu sagen, wir können uns manche Dinge anders vorstellen, wir haben andere Vorschläge und wir würden manche Dinge anders politisch bewerten, glaube ich, ist ein Punkt, der diesem Parlament gut anstünde, wo ich glaube, dass die Regierung auch gut beraten wäre, wenn sie mit dieser Debatte zurechtkäme, dann kämen wir vielleicht aus diesem Kritikmodus, der sich ab und zu noch sehr viel stärker einschleicht, raus und kämen in den konstruktiven Modus. Also, schlicht und knapp. Mein Vorschlag an Sie alle als Parlamentarierinnen und Parlamentarier wäre, bestehen Sie auf Ihren Rechten, lehnen Sie die Beschlussempfehlung ab und stimmen unserem Gesetzentwurf zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Grumbach. Als nächstes erteile ich Frau Abgeordneten Scheuch-Patschkewitz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste! Unser Umgang mit Wasser muss sich deutlich ändern. Dass wir unsere Flüsse renaturieren, unser Grundwasser
nicht mit Abfällen aus der Kaliindustrie oder mit Nitrat belasten dürfen, dass wir mehr Versickerungsflächen und einen besseren Hochwasserschutz brauchen, dass die Flächenversiegelung gestoppt werden muss, die Klärwerke besser werden müssen, wir sparsamer mit Grund- und Trinkwasser umgehen müssen und vieles mehr, wird in diesem Haus seit Jahrzehnten diskutiert. Aber grundlegend verändert hat sich wenig. Wir bauen weiterhin Autobahnen, kippen Trinkwasser in die Toilette und Salz in die Flüsse, so als würde es den Klimawandel nicht geben. Die Richtung der Klimaveränderung für Hessen ist spätestens seit 2007 bekannt. Es hat also wenigstens 15 Jahre gebraucht, bis das Land einen angepassten wasserwirtschaftlichen Fachplan hatte. Wirklich vorausschauend, wie die hessische Umweltministerin behauptet, ist das nicht. Und der Plan ist ein Plan und nicht die Umsetzung. Es gibt bei der Umsetzung der dringend notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung in Hessen große Probleme für die Landwirtschaft, für den Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz. Die Landesregierung aber hat ein massives Umsetzungsproblem. Mit unserem Antrag konkrete Sicherung der Lebensgrundlage Wasser sowie unserem Gesetzentwurf zur Brauchwassernutzung versuchen wir, die in der Umsetzung träge Landesregierung anzuschieben. Die Gesetzesinitiative der SPD hat eine grundlegende Bedeutung. Das wurde in der ersten Lesung nicht von allen hier im Raum verstanden. Wie bereits in der ersten Lesung deutlich geworden ist, werden grundlegende Entscheidungen in diesem Land im Parlament getroffen, nicht per Verordnung von den Ministerien. Der Vorschlag der SPD-Fraktion, den Fachplan mit Rechtsverordnung an das Wassergesetz anzuhängen, geht uns deshalb nicht weit genug. Auch mit dieser Veränderung würde der Fachplan weiterhin durch Rechtsverordnung festgelegt werden. Gegenstände, die durch Rechtsverordnung geregelt werden, unterliegen nicht dem förmlichen Gesetzgebungsverfahren. Es gibt keinen Gesetzentwurf, keine Anhörungen sowie erste oder zweite Lesung. Und dies sind allesamt Förmlichkeiten, die wir nicht aus bloßer Tradition herauspflegen, sondern sie dienen der Transparenz und der Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der demokratisch gewählten VertreterInnen. Bei einer Rechtsverordnung haben wir all das nicht. Weil die Initiative der SPD aber in die richtige Richtung geht, das heißt erstens, dem Plan mehr Aufmerksamkeit und Gewicht sowie Legitimation verschafft und zweitens demokratische Prozesse und die Verantwortung des Parlaments stärkt, werden wir der Vorlage trotz unserer Kritik zustimmen. Ich finde es verstörend, dass sich die Abgeordneten von Grünen und CDU im Ausschuss gegen die Stärkung ihrer demokratischen Rechte entschieden haben. Frau Kollegin Feldmeier, Sie sollten sich nochmals vergewissern, wem Sie als Parlamentarierin Rechenschaft schuldig sind. Die Kritik der Regierungsfraktionen, dass das Gesetzvorhaben der SPD die Verabschiedung des Fachplans um Monate verzögern würde, läuft ins Leere. Dieses Verfahren würde ja den Plan an sich nicht aufschnüren, wenn von Verzögerung die Rede ist. Schauen Sie sich bitte nochmals die Zeitläufe an. 15 Jahre von der Erkenntnis bis zur Planänderung, von der Umsetzung ganz zu schweigen. An dieser Stelle Schnelligkeit gegen demokratische Prozesse zum Ausdruck zu bringen, ist grober Unfug. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich Frau Knell von den Freien Demokraten das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Debatte gestern geht es heute erneut um das Hessische Wassergesetz. Und ja, der Schutz der Lebensgrundlage Wasser
beschäftigt uns derzeit häufiger hier im Landtag, die dritte Plenarrunde in Folge. Und klar, die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in Hessen, das ist ein Thema, das uns sicherlich auch in Zukunft beschäftigen wird. Klimawandel und Demografie stellen die Sicherung der Wasserversorgung in Hessen vor große Herausforderungen. Und es ist auch ein Thema, bei dem es noch viel zu tun gibt und bei dem wir als Hessen auch Aufholbedarf haben. Ich wiederhole da immer meine Forderungen mit der vierten Reinigungsstufe. Und meine Damen und Herren, ich glaube, die SPD hat einen konstruktiven Vorschlag gemacht. Der wasserwirtschaftliche Fachplan soll künftig mit Zustimmung des Landtags verabschiedet werden. Das ist ein analoges Verfahren wie beim Landesentwicklungsplan. Ich habe in der ersten Lesung und auch im Anschluss wenige stichhaltige Argumente gegen diese Initiative vernommen. Und Frau Kollegin Feldmayer, Sie haben in der ersten Lesung gesagt, der Gesetzentwurf der SPD sei viel Symbolik. Ich sage Ihnen aber, es ist keine Symbolik, es geht um Parlamentsbeteiligung. Und es geht vor allem auch um ein Thema, dessen Wichtigkeit ja alle Fraktionen hier anerkennen. Und deswegen ist es keine Symbolik, wenn man hier zu mehr Parlamentsbeteiligung kommen würde, sondern es wäre der Wichtigkeit des Themas angemessen. Im Umweltausschuss kam dann noch der Vorwurf, der Gesetzentwurf würde, wenn wir ihn beschließen würden, jetzt das Verfahren blockieren, weil ja der Fachplan kurz vor der Veröffentlichung stehen würde. Und wenn wir jetzt noch in ein parlamentarisches Verfahren einsteigen würden, dann würde es also noch Monate dauern, bis er in Kraft treten kann. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte das für ein ganz schön schwaches Argument. Der wasserwirtschaftliche Fachplan ist viel gelobt worden in der ersten Lesung. Und dann sollte es ja eigentlich auch kein Problem sein, wenn man ihn zur Debatte stellt, wenn man die Maßnahmen eben auch dann hier im Parlament diskutiert. Und auch das habe ich schon in der ersten Lesung gesagt. Man könnte natürlich auch ausführlich darüber diskutieren, welche Maßnahmen eben nicht enthalten sind. Das ist vielleicht ja auch eine ganz spannende Frage. Den Wunsch der SPD, bei diesem wichtigen Thema zu mehr Parlamentsbeteiligung zu kommen, dem kann ich nachvollziehen. Deswegen stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. Und ich schenke Ihnen fast 2,5 Minuten Lebenszeit. Danke. Vielen Dank. Als nächstes rufe ich Herrn Gagel von der AfD aus. Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich schenke Ihnen sogar noch mehr Lebenszeit, denn ich mache es relativ kurz. Der wasserwirtschaftliche Fachplan, das habe ich in der ersten Lesung ja schon gesagt, verstehen wir als Ausführungsplan, als Umsetzung bestehender gesetzlicher Regelungen. Und sehen auch das Zustandekommen des Fachplans, so wie er jetzt eben zustande gekommen unter Beteiligung der Kommunen, der kommunalen Verbände, eben als einen Ausführungsplan an. Und wenn hier die Opposition sagt, sie sind hier nicht beteiligt oder sie sind am demokratischen Prozess, werden sie nicht beteiligt, dann stellen Sie doch einen Antrag. Wenn Sie sagen, es sollen ab jetzt in Hessen keine Autobahnen mehr gebaut werden, sondern nur noch Versickerungsflächen statt Autobahnen, oder in jeder Stadt gibt es nur noch Einbahnstraßen und nebendran muss eine Versickerungsfläche sein, dann stellen Sie doch einen Antrag. Und wenn Sie hier, im Parlament eine Mehrheit kriegen für den Unsinn, dann ist es ja wunderbar, dann wird es halt in den Fachplan reingeschrieben. Dann macht es die Ministerin bestimmt auch. Aber insofern sehen wir da im Grunde genommen auch, dass die Rechte des Parlaments nicht beschnitten. Und insofern werden wir den Gesetzentwurf, wie auch schon in der ersten Lesung gesagt, ablehnen. Und ich schenke Ihnen hiermit 3 Minuten und 45 Sekunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Ruhl von der CDU aufrufen. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch ich werde mich kurz fassen. Über den wasserwirtschaftlichen Fachplan haben wir jetzt im Parlament tatsächlich häufiger schon gesprochen, und eigentlich nicht wegen des Gesetzentwurfs der SPD, sondern einmal wegen eines Antrags der Koalition. Also das gehört dann zu der Geschichte mit dazu. Und wir reden auch immer wieder gerne über den wasserwirtschaftlichen Fachplan, weil da wirklich viele gute Sachen drinstehen. Aber zum Gesetz. Der wasserwirtschaftliche Fachplan bindet die Verwaltung innerhalb der bestehenden Gesetze. Und deswegen ist eine eigene gesetzliche Verankerung deswegen auch gar nicht notwendig.
Und vielleicht noch eins, weil die SPD ja gerade bei diesem Thema in der letzten Zeit gerne viele Empfehlungen abgegeben hat. Vielleicht könnte die SPD ja ihrem Oberbürgermeister in Marburg mal empfehlen, wie man auf einen Schlag 20 Millionen Liter bestes Trinkwasser einsparen kann pro Jahr. Aber möglicherweise ist der Marburger Oberbürgermeister dann für Empfehlungen der SPD genauso beratungsresistent wie der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Wir halten das Gesetz für überflüssig. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Feldmeier von Bündnis 90 die Grünen aufrufen. Ach, herrje. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht drei Bemerkungen. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen Lebenszeit schenken kann. Erste Bemerkung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch etwas mehr Selbstbewusstsein hier von den Parlamentariern. Wir können und wir tun es doch auch zu jedem Thema, das wir möchten, auch hier Debatten führen. Wir sprechen jetzt, ich weiß nicht, das dritte oder vierte Mal über den Zukunftsplan Wasser hier in diesem Parlament. Also, dass wir hier keine Debatten führen dürften oder könnten, das ist doch kompletter Quatsch. So, und jetzt vielleicht noch eine Klarstellung, weil es waren jetzt nicht alle Kolleginnen im Ausschuss dabei gewesen. Erst hatten wir die Annahme, dass die SPD ja tatsächlich, so wie es eigentlich, dachte ich, auch in dem Entwurf drinsteht, möchte, dass der aktuelle Zukunftsplan Wasser ins Hessische Wassergesetz kommt, also dass wir darüber hier abstimmen. Und dann hatten wir in der Debatte gesagt im Ausschuss, ja, könnte Probleme geben, weil die Leute warten ja darauf, dass endlich was passiert. Und Sie selbst haben ja hier auch bei der Debatte zu diesem Thema gesagt, ich glaube, Herr Schneider, war es, dass alles viel schneller gehen muss. Und da hatten wir eben so Bedenken gegeben, wenn das alles jetzt noch verzögert wird und jetzt durch den Gesetzentwurf angehalten, könnten wir Probleme geben. Daraufhin sagte aber Herr Krumbach, nee, so ist das Gesetz überhaupt nicht gemeint. Es geht überhaupt nicht um den aktuellen Zukunftsplan Wasser, sondern es geht darum, überhaupt, wenn irgendwann mal wieder, also wenn sehr, sehr viel Wasser den Rhein heruntergeflossen ist oder den Main, noch mal wieder so ein Zukunftsplan Wasser kommt, dann sollte man quasi, also sehr theoretisch, dann diesen in das Hessische Wassergesetz gießen und dann darüber beschließen. Und dann haben wir gesagt, also liebe SPD, wir sind immer für Anhörungen bereit, aber in diesem Fall finden wir es absurd, über etwas eine Anhörung zu machen, weil dafür nehmen wir uns auch zu viel zu ernst, was überhaupt nicht vorliegt, sondern theoretisch in 5, 10, 15, ich weiß nicht wie viele Jahren, dann mal vorliegt und dazu dann Anzuhörende einzuladen, die dann natürlich, wo wir denken, die dann natürlich über den aktuellen Zukunftsplan Wasser reden wollen, die nehmen wir dann auf den Arm. Und also das möchte ich denen auch wirklich nicht erklären. Die haben gesagt, es ist absurd, darüber dann eine Anhörung zu machen, nicht über das, was aktuell vorliegt, eine Anhörung, sondern was möglicherweise irgendwann mal, wenn viel Wasser den Rhein oder Main heruntergeflossen ist, dann kommt. Also von daher, bitte sprechen Sie uns nicht ab, dass wir prinzipiell gegen Anhörungen oder Sonstiges sind. Das ist eben nicht der Fall. Aber wir wollen uns, wir nehmen uns selber ernst und wir möchten auch die Menschen, die eingeladen werden, zu Anhörungen ernst nehmen. Und wir hatten den Eindruck, wenn Sie das wirklich ernst meinen mit diesem Gesetzentwurf und mit einem Zukunftsplan Wasser in 15, ich weiß nicht wie viele Jahren, dann tun wir wirklich diesem Parlament und dem Ausschuss keinen Gefallen. Und deswegen haben wir gesagt, also da machen wir uns lächerlich mit so einer Anhörung. Und deswegen lassen wir es sein. So, jetzt habe ich Ihnen 2 Minuten geschenkt und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Damit gebe ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit 2 Jahren wird der Zukunftsplan Wasser auf breiter Basis mit Kommunen und Verbänden erarbeitet. Wir diskutieren seit gut einem Jahr immer wieder in diesem Landtag über das Thema Wasser und auch über den Zukunftsplan. Bis heute gab es nicht einen Antrag, mit dem an diesem Zukunftsplan Wasser Kritik geübt wurde.
und auch im Rahmen der Debatte über das Gesetz, den Gesetzentwurf der SPD, gab es keine Kritik an dem Zukunftsplan Wasser. Von daher verstehe ich auch diesen Gesetzentwurf überhaupt nicht. Sie hätten alle Zeit der Welt gehabt, Ihre Kritik vorzubringen. Zweitens. Der Fachplan wird umgesetzt über Verordnungen und andere rechtliche Regelungen, die bereits existieren, auch im kommunalen Bereich. Die Wasserverbände, die Kommunen, die Landbenutzer, die Naturschutzverbände warten auf diesen Zukunftsplan, und deswegen sollte er schnellstmöglich verabschiedet werden. Dritter Punkt, den die Kollegin Feldmayer bereits betont hat. Im Ausschuss wurde darüber debattiert, dass der Gesetzentwurf, wenn man ihn ernst nimmt, den Zukunftsplan Wasser aufhalten würde. Daraufhin hat die SPD erklärt, nein, das wollen sie nicht. Dieser Zukunftsplan ist gut. Es gab keine Kritik daran. Das Gesetz würde sich gar nicht auf den aktuellen Zukunftsplan beziehen. Von daher ist dieses Gesetz, was Sie eingebracht haben, völlig unsinnig. Ein Gesetz, das sich gar nicht auf das aktuelle Vorhaben bezieht, sondern auf einen Plan, der in 5 oder 10 oder 15 Jahren erstellt wird, braucht kein Mensch, auch der Hessische Landtag nicht. Danke schön. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es hat sich nun noch einmal Herr Grumbach von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie den Hauptmann von Köpenick? Wir kriegen gerade eine Aufführung davon. Wir haben sehr bewusst gesagt, Leute, Fachplan, wenn wir den Fachplan nicht aufhalten wollen, lasst uns über die Zukunft reden. So. Jetzt hieß es, das Argument dagegen, ihn mit diesem Gesetz zu behandeln, war, ihr haltet ihn auf, also ist dieses Gesetz nicht nötig, macht es besser nicht. Also sagen wir, okay, wir erkennen an, dass eine Landesregierung nach 15 Jahren nichts vorgelegt hat, heute was vorlegen muss, lass den Plan durchlaufen. So, und dann wird gesagt, sage ich aber, okay, und der nächste Plan bitte, aber da soll der Landtag beteiligt werden, das legen wir per Gesetz fest. Dann heißt es, ja, der kommt irgendwann, das Gesetz müsst ihr heute nicht machen. Sie müssen sich entscheiden. Entweder wir haben eine Situation, dass sozusagen der Fachplan und das Gesetz zusammengehören, dann müssen wir das in ein Paket packen, oder aber wir sagen Zukunft und dann muss man das heute so entscheiden. Ich glaube, dass an der Stelle Ihre Voraussage auch gar nicht stimmt. Ich bin bereit, jede Wette einzugehen, dass der nächste Fachplan aus Gründen der Klimaveränderung nicht später als in 5 Jahren da sein wird. Und ich hätte gerne, dass der Landtag dann das Recht hat, darüber zu reden, und nicht erst dann gegen die Landesregierung es sich erkämpfen muss. Darum geht es. Vielen Dank. Ich lasse nun abstimmen über den Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes, Drucksache 20-8497 zu 20-8417. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Wer stimmt dem Gesetzentwurf der SPD zu? Das ist die Fraktion der Linken, die SPD, die FDP. Danke schön. Wer stimmt dagegen? Das ist CDU, Bündnis 90, die Grünen und AfD. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und AfD gegen die Stimmen von SPD, FDP und Linke abgelehnt worden ist. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, Tagesordnungspunkt 8, der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren bei den Kommunalwahlen sehen wir für das Plenum im Juli vor. Ich sehe Nicken, dann ist das so. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass sie die Anträge Tagesordnungspunkt 31,
Gender Data Gap in der Medizin auch in Hessen schließen, Drucksache 20-7987 abschließend in den WKA, sowie Tagesordnungspunkt 37 Pflegebonus, Drucksache 20-8381 abschließend in den SIA überweisen möchte. Ich sehe Einvernehmen, dann können wir so verfahren. Okay. Weiterhin bittet die Fraktion DIE LINKE, den Antrag zu Tagesordnungspunkt 43, Ersatzfreiheitsstrafe endlich abschaffen, Grundlage für einen menschenwürdigen Umgang mit Bagatelldelikten schaffen, Drucksache 20-8525 abschließend in den RTA zu überweisen. Auch hier sehe ich Einvernehmen. Und kann ich davon ausgehen, dass die übrigen Tagesordnungspunkte dann in das Juli-Plenum überwiesen werden? Auch hier sehe ich Einvernehmen. Prima, dann verfahren wir so. Wir sind nun am Ende der Tagesordnung angekommen und damit auch am Ende der Plenarwoche. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Pfingsten. Und wir sehen uns dann am kommenden Dienstag um 13 Uhr zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Ihnen allen einen schönen Abend. Dankeschön.